Hallo zurück, da sind wir wieder und ich bin der Trodal und ich, kleiner Dreckscheater, hab's mir doch tatsächlich erlaubt nachzuschauen, wie das hier funktioniert, weil ich sonst einfach überhaupt nicht mehr vom Fleck gekommen bin und ich glaube, das wäre für niemanden wirklich gut gewesen. So, jetzt rennen wir hier mal erstmal rüberspringen, nach hinten schieben, rauf und rauf. So. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich hier zu tun habe. Und jetzt erstmal noch den hier wieder abfangen, wenn der runterkommt. Der muss nämlich hier rauf, damit ich rüberkomme. Das ist der ganze Part, den ich jetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal sowas Krankes kommt. Offensichtlich schon. Ach, gut. Wenigstens das. Der ist jetzt anscheinend auch nicht mehr so aktiv. So, wenn ich jetzt hier rauf gehe, dann wird der zwar aktiviert, aber ich glaube, das bringt mir herzlich wenig. Mal schauen. Mal schauen, was gibt es hier zu tun? Ach, der geht da auch auf. Wisst ihr was? Vergesst es, ich bin gleich wieder zurück. Tschüss. So, ich bin zurück. Ich habe jetzt auch noch diesen Teil hier nachgeschaut. Mal schauen, was wir jetzt hier so als Grundvoraussetzung haben. Das sollte alles schon stimmen. Es ist im Prinzip nochmal dasselbe, aber weil ich schon für das erste zu doof war, wird das zweite wohl nicht besser. Kann man sich so denken, oder? Also, ich will jetzt hier einfach dieses Schwerkraftding möglichst schnell vorüber haben, weil das kotzt mich einfach nur noch an. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich vorhin daran probiert habe, aber auf jeden Fall zu lange. So. Gut, ihr habt jetzt hier kompakt das, was ich die ganze Zeit versucht habe. Inklusive meiner restlichen Kompetenz, die habe ich jetzt hier auch noch mal eingepackt und ich hoffe, die hilft mir hier wenigstens ein wenig weiter. Die ist zwar nicht besonders groß, aber besser als nichts. Auf. Yep, geschafft. Okay. Den müssen wir da noch irgendwie runterbringen. Ah, da hat's ein MG. In Ordnung. Gut, somit hätten wir auch das geschafft. Jetzt nehme ich mal an, dass wir hier einfach mit dem durchs Wasser gehen müssen oder dass der uns beschützt. Das ist gar kein Wasser. Aber ohne den hätten wir wahrscheinlich nicht geschafft, hier durchzukommen. Für was ist das gut? Ach, jetzt dreht es uns mit. Und die kommt auch gleich mit. Was mir weniger gefällt, da ich diese Kissenspielchen ja bekanntlich nicht so mag. So, hier oben bringt mir der nichts. Der ist dann wohl eher gedacht, damit ich hier wieder rüberkommen.
Also schalten wir gleich nochmal um. So. Mal sehen. Rauf. Den verwenden wir für den oberen. Und ich hoffe, dass ich da irgendwie Schwung holen kann, um da ranzukommen. Nein, das geht knallhart vorbei. Und der kommt da schon wieder runter. So, und wenn ich jetzt hier drauf bin, ich versuche es einfach noch mal ganz nach oben zu kommen und schauen, was dort so abgeht. Ach so. Wahrscheinlich muss ich hier nur auf die Box kommen. Und dann darunter klettern. Wobei ich mich frage, wie ich dann wieder weiterkommen soll. Also das hat mir jetzt schon mal nichts gebracht. Also kann ich das ja auch vergessen. Sieht fast so aus, als müsste ich von irgendwo noch schnell zusätzliche Box beschaffen. Aber ohne diese Box schaffe ich es auch hier nicht mehr lebendig durch. Okay, in diese Richtung schon. Wohin geht's dort? Also okay, wenn der Start hier wirklich so festgelegt ist, dann ist es wohl klar. Okay, die Box müssen wir uns auch wiederholen. Das ist ja schon mal wieder mal ein gnadenvoller Speicherpunkt. So, hier waren wir noch nicht und hier ist auch irgendein Schalter. Oh, it's magic. Da braucht es anscheinend auch noch ein wenig Magie, die da aber nicht mehr groß zu wirken scheint. Also was machen wir jetzt mit dem? Nochmals zurückstoßen oder wie? Also ziehen wir ihn halt. Ja, fuck it. Nochmals ganz oben hin und jetzt. Na toll, jetzt hat er den gar nicht aktiviert. Komm schon, Jungchen, das schaffst du.